Die Steirerinnen und Steirer wählen in den meisten Fällen Kürbiskernöl. Zum Salat, zur cremigen Suppe oder auch zum Vanilleeis. Also schlichtweg gesagt, wir Steirer nehmen es eigentlich immer dazu. Nur, woher kommt es eigentlich und wie wird es gewonnen? Unsere Kollegin Larissa Robitschko, selbst eine Steirerin, hat sich dazu quasi zur Quelle begeben. Der steirische Ölkürbis wird ungefähr von Ende August bis Ende September geerntet. Die Kerne werden dann entnommen und ungefähr 12 Stunden lang getrocknet, bis sie so aussehen. Und diese Kerne werden dann bei einer Kürbiskernölmühle angeliefert. Und genau so eine besuchen wir heute in Kaindorf in der Oststeiermark. Wann haben Sie denn begonnen, Kernöl zu produzieren? 1999 haben wir dann produziert, mal für uns, für die Nachbarn, für diese Region da. So hat das eigentlich angefangen, ja. Wir selber bauen auch Kürbis an, so 20 Hektar, was wir da vermarkten. Wir kaufen auch Kerne dazu aus der Region, aber hauptsächlich ist das Lohnpressen, wo die Kunden von ganz Österreich, muss man ehrlich sagen, auch zu mir kommen und die Kerne bringen und da bei uns verpressen. Und die werden jeden Tag immer angeliefert. Von Montag bis Donnerstag wird immer gepresst da. Die Kerne werden frisch angeliefert. Dann kommen die Kerne da noch vor. Die Kerne kommen da rein. 60 Kilo Kerne brauche ich bei einer Verarbeitung. Die werden einmal nachgemahlen, ob sie genau 60 Kilo Kerne sind. Die werden dann runtergemahlen. Also das schaut dann so aus. Feines Mehl. Das Mehl. Da kommt dann Wasser und Salz dazu. Das wird abgeknetet zu einem Teig. Und anschließend kommt es in die Röstpfanne. Da drinnen wird es eine Stunde geröstet. Bis maximal 120 Grad. Es wird sehr langsam geröstet, um das Wasser rauszukriegen, um die Qualität so möglichst hoch zu halten. Darum haben wir sehr niedrige Temperaturen, aber es wird trotzdem auf maximal 120 Grad gebracht, um das ganze Wasser rauszukriegen und dann wird es ausgepresst. Wir sind jetzt direkt vor der Kernölpresse. Was passiert hier genau? Hier wird jetzt ausgepresst, da ist das Kernöl reinkommen mit Platten zwischendrin und das wird jetzt mit 200 Tonnen zusammengepresst. Das Öl wird hier rausgedrückt, fließt da hinten in diesen Gefäßen rein. Anschließend kommt es dort in diesen Gefäßen rein, was die Kunden mitbringen. Die holen sich das dann ab, lassen es zu Hause eine Woche stehen und dann wird es abgefüllt in Flaschen und von dort weg hält es ein Jahr. Sie haben zu mir vorhin gesagt, dass man da gleich auch schon erkennen kann, welche Qualität das Kernöl dann mal haben wird. Ja, das sieht man sofort dann für die Farbe, wenn man da reinschaut. So eine schöne lichtgrüne Farbe und auch so dickflüssig und so nussig schmeckend. Das erkennt man sofort, dass es eine gute Qualität ist. Nach dem Auspressen bleibt ja ein sogenannter Ölkuchen übrig. Was passiert mit dem? Genau, der Ölkuchen, dann malen wir wieder runter zum Mehl. Man kann das verwenden in der Küche zum Brot machen, zum Mehlspeis machen, zum Bier brauen. Aber es wird auch verwendet als Futtermittel und zwar als ein sehr hochwertiges Eiweißfuttermittel. Wird verwendet für Rinder, Schweine, Fischfutter, Pferdefutter, ja. Und die Kürbiskerne, die werden bei euch nicht nur zu Kernöl verarbeitet, sondern auch zu ganz vielen anderen Produkten. Genau, wir machen auch viele andere Produkte. Wir machen hauptsächlich mal Kernöl, dann machen wir Kürbisknapperkerne, der wo sich auch da drinnen rösten tut, in diesen Röstpfannen, in verschiedenen Geschmack, gesalzen mit Knoblauch, mit Chili, die Süßen mit Vanille, Kaffee, Zimt, Schokolade lassen wir schon machen. Wir machen auch einen Kürbissenf, Kürbispesto, Kürbisschokolade, Kürbislikör, Kürbissalz, das wird alles gemacht aus diesen Kernen. Bei Ihnen im Leben dreht sich also alles um die Kürbiskerne. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsrezept mit Kürbiskernen? Ja, das Lieblingsrezept ist doch noch das Öl, und zwar das ist das Öl in, so auf dem Salat. Also das, ich könnte jeden Tag also Kernöl trinken, das ist geschmacklich so gut, also das ist mein Liebling. Für so einen Liter Kürbiskernöl braucht man ungefähr 2,5 Kilogramm Kürbiskerne. Und das entspricht der Menge aus rund 33 steirischen Ölkürbissen. Interessant, danke schön, Larissa.